Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Electrocraft. Ja, wir waren ja dabei, in der letzten Folge die Rakete startklar zu machen. Und ich habe mich auch noch mal ein bisschen entschieden, was wir wirklich alles benötigen für unsere Reise auf dem Mond. Wir brauchen eigentlich erstmal recht viel. Ich habe jetzt auch mal hier die Pumpen ausgestellt, weil unten das nicht mehr genutzt wird und das eigentlich die ganze Zeit schon nervt, wenn die an sind. Ich werde hier nochmal das Getreide abbauen und dann nochmal anpflanzen. So. Ich werde nämlich auch halt da Bäume benutzen, was ich auch schon gesagt habe. Aber, das ist eigentlich gar nicht mal so einfach. Also wir werden ja hier sieht man es auch schon, 61 Eichensetzlinge mitnehmen. Aber wir müssen auch noch ganz schön viel anderes Zeug mitnehmen. Wie zum Beispiel hier unsere Ressourcen, die werden wir mitnehmen müssen. Unsere Maschinen da und dort unten und vielleicht noch ein paar weitere Sachen. Nämlich, wir brauchen nämlich, um unseren Raum wirklich bauen zu können, nämlich Blöcke, nämlich Zinnblöcke. Diese Blöcke sehen so aus wie hier. Das ist nicht der, den ich gerade meine. Das ist ein anderer. Ich schaue gerade, wie der wirklich aussieht. Ich finde es aber gerade nicht. Zinnblock. Zinnblock ist das der hier? Nein. Auf jeden Fall nicht der hier. Ich gehe einfach mal kurz in den Default und dann schauen wir mal weiter. Hier. Das ist das eigentlich nicht wirklich, was ich wirklich meine. Den hier auch nicht. Aber, der sah irgendwie so ganz, ganz toll aus. Der wird nämlich aus, ein paar Sachen hergestellt, die wir eigentlich schon kennen. Die sieht eigentlich relativ schön aus, nur den finde ich jetzt gerade im Moment nicht. Das ist eigentlich auch gar nicht mal so schlimm. Wir werden halt auch ein bisschen Holz mitnehmen müssen. Und ja, unser Sägewerk werden wir jetzt nicht mitnehmen. Aber hier unser ganzes Holz werden wir mitnehmen. Und ja, unseren Sauerstoff-Siegler müssen wir natürlich mitnehmen. Und ja, da packen wir auch mal hier mal ein bisschen Kabel rein. Der geht nämlich ganz anders, nämlich wir brauchen nämlich Kabel. Diese Kabel hier, die werden hier aus diesen Decorations-Blocken gemacht, die ich eigentlich zum Bauen verwenden will. Das waren die ich jetzt gemeint habe. Das heißt, wir packen jetzt nochmal ganz schön viel Zinn in unseren Kompressor und dann müsste das eigentlich laufen. Dann hauen wir halt unseren Rest Zinn noch rein. Falls wir jetzt hier auch nochmal ein paar Sachen haben. Das heißt, wir schmeißen das jetzt immer mal hier rein. So. Und dann sollte der eigentlich laufen. Wir haben hier noch eine Batterie gehabt. Und ich habe mich auch darum jetzt gekümmert, dass diese Rakete uns vollgeladen wird, weil wir hier halt alles versucht haben. Hier sehen wir vielleicht auch schon, dass sie jetzt fast schon voll ist. Ich darf jetzt auf keinen Fall Enter drücken, weil sonst sind wir am Arsch. Weil sonst fliegt die Rakete los. So, zu 100% ist aufgeladen. Drücke ich wieder Shift. Und hier können wir dann unsere Battery nochmal rausnehmen. Und ja, dann schmeißen wir die jetzt weg. So, diesen Treibstofflader werden wir jetzt auch wieder nutzen müssen. Hier, der verliert einfach die ganze Zeit. Oder hier. Ach nee, der war noch gar nicht fertig, oder? Der ist trotzdem zu 100% voll. Also, wir werden diesen Treibstofflader nochmal mitnehmen müssen. Also mitkommen. Der muss mit. Diese Tanks hier brauchen wir auch später. Also das kommt auch nochmal hier rein. Und unseren Sauerstoffsammler brauchen wir unbedingt. Dann diese Maschinen hier auch. Das heißt, es kommt ja alles hier mit. Unsere Kompressoren nehmen wir mit. Also hier das hier müssen wir mitnehmen. Den Schaltkreis Fabricator nehme ich auch einfach mal. Oder warte, wie wird er hergestellt? Der Schaltkreis Fabricator. Wenn er nicht teuer ist, dann werde ich ihn noch da nochmal neu craften. Okay, der ist ganz easy. Wird für uns kein Problem sein. Dann arbeitet er hier nochmal ganz schnell weiter. Ich werde jetzt hier auch nochmal gucken, dass der hier genug Energie bekommt. Also hier abbauen.
dann setzen wir mal den Kompressor nochmal dahin und machen das halt mit dem normalen Kompressor. So. Den Fischer wollte ich auch eigentlich mitnehmen für Essen, was wir eigentlich auch machen werden. Nur dafür haben wir halt wirklich keine wirklichen Ressourcen. Ich werde mal nachschauen, wie wir den wirklich bepowern können, ob der halt auch mit Galacticraft läuft. Weil sonst haben wir ein Problem. Ich hole mal die Kabel hier raus und gucke, weil das wäre dann unsere Nahrungskette halt. Ich schaue hier einfach mal ganz kurz, ob der auch mit Galacticraft läuft. Dadurch teste ich ich die Kabel hier verbinde und dann hier mit unserem System hier verbinde. Und mal gucken, ob der dann Strom bekommt. Ich glaube nein, er bekommt keinen Strom. Im Moment ist es eigentlich auch logisch, weil wir auch keine Energie haben. Aber nein, er kann den Strom nicht nutzen. Das heißt, wir werden ihn hier lassen müssen. Oder vielleicht nimmt er auch einfach die Kabel nicht an. Doch, nimmt er. Aber der kriegt irgendwie keinen Strom. So, die Tür, die werden wir auch mitnehmen. Oder lassen wir was nochmal hier drin. Und machen nochmal zwei Druckplatten. Dann kommt hier eine hin. Und hier im Galacticraft-Raum auch nochmal. So, machen wir zack. Und machen wir zack. So, der ist hier fertig. Dann haben wir Stein und Inventar. Yes, dann packen wir das zusammen. Oder halt so. Ne, wie geht denn der? Warte mal. Wir haben noch gerade was ausgesucht. Das war hier Kabel. Hier. Integrationsbrauch. Okay, dann muss man den Stein nach oben machen und die da unten. Das funktioniert aber irgendwie nicht. Wieso? Stein und was ist Zinn ist doch. Vielleicht müssen wir es in der Werkbank machen. Was jetzt ziemlich bescheuert wäre. Ja, haben wir. Jetzt haben wir 52 Stück. Dann machen wir jetzt hier einfach mal ein paar Durchgänge hier. Und füllen mit dem ME-Kabel vielleicht nochmal und mit unserem Sauerstoffpipes. Die Sauerstoffpipes muss ich mal holen. Die sind hier drin. Hier. Dann packen wir auch nochmal zwei Stück dahin oder so. Mal gucken. So, dann haben wir auch nochmal zwei Stück davon. So, dieses Zeug hier benutzen wir dafür, weil vielleicht hier haben wir nämlich einen Block und da können Sachen durchgeführt werden. Das heißt, wir könnten quasi das auch durch da und dort ersetzen. Aber das habe ich jetzt erstmal nicht gemacht, weil wir jetzt erstmal ein bisschen sparen wollen. Dann baue ich die nochmal ab. So, mache sortieren und dann machen wir mal weiter. Wir wollen ja auch dort wirklich Sachen halt. Hier, wir haben ein Wegwerfverfahrennetz und damit möchte ich Tiere einfangen. Am besten irgendwie Tiere, die einfach zu kriegen sind. Also zum Beispiel eine Kuh, zwei Kühe möchte ich einfangen und dann können wir die zu unserer Base mitnehmen und dann dort vermehren. Es ist eigentlich total einfach und so bekommen wir halt nochmal ein bisschen Essen. Ich glaube nicht, dass sie auch sehr viel Sauerstoff verbrauchen und man sie einfach so auf dem Mond spawnen könnte. Weil falls sie halt Sauerstoff verbrauchen, verbrauchen sie halt unseren Sauerstoff, diese Geizhälse. So, was sind denn hier Kühe? Hier sind nur Schafe, die wir nichts bringen. Bringer immer eine 1,6, noch kein Fleisch, erst ab der 1,8. Ich schaue gerade mal nach Kühen. Hier sind schon welche, ich sehe sie schon. Dann fange ich sie mal ein, so. Und hier nochmal eins. So, da wenn wir auf dem Mond sind, können wir die dann weiter benutzen. Also wieder hinsetzen und dann haben wir unsere Kühe. So. Dann laufen wir aber ganz schnell weiter und dann werden wir in der nächsten Folge so wahrscheinlich auch schon starten können. Hier muss ich nochmal gucken, dass wir vielleicht Glowstone haben für Glowstone Torches oder Redstone einfach mitnehmen. Das heißt, wir werden eigentlich unsere ganzen Ressourcen mitnehmen und dann dort eigentlich auf dem Mond weiterleben. Zumindest für eine lange Zeit, bis wir halt nicht mehr überleben können und dann zurück müssen. So, die Rakete ist voll. Da können wir vielleicht hier schon mal ein paar Sachen reintun. Wie zum Beispiel das hier, das und das. Die Maschinen hier und die Teile. Dann sortieren wir das Ganze, was wir nicht können, und drücken auf Shift. Dann sind wir wieder draußen und irgendjemand drückt gegen unsere Tür. Wo ist denn hier? What? Der hat unsere Tür zerstört. Wie ist denn der hier reingekommen? Spawn? Hier krass, hier spawnen Viecher.
Krass. Okay. Leuchten wir das Ganze mal hier aus. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Dann packen wir das Wasser. Vielleicht lassen wir das hier nochmal weiter so führen. Hol ich mir gleich nochmal ein paar. Wie heißen die hier? Pflastersteinstufen. So, dann können wir da auch wieder drüber gehen. Und dann ist das easy. Da hat gerade einfach unsere Tür zerstört einfach. Ist ja immer gemein. So, dann müssen wir die Erde wieder hier abbauen, damit wir wieder drüber gehen können. Und dann drücke ich hier nochmal F7. Und dann dürfte hier einfach nichts mehr spawnen. Perfekt. Nee, dürfte jetzt nichts mehr spawnen. Hier könnte noch was spawnen. Aber nur ganz leicht. So, dann können wir wieder weitergehen und wieder rausgehen. Dann setzen wir unsere Holztür wieder hier rein und machen vielleicht nochmal eine Druckplatte. Oder eine aus Stein, das passt besser zu dem Tunnel da hinten. So, machen so und dann ist sie auch zu. Die Kabel, diese Teile da, wollte ich eigentlich auch nochmal ändern. Hier, aber das brauchen wir eigentlich nicht. So, gut. Doch, das mache ich jetzt aber auch ganz schnell, denn falls wir halt da noch Wasser brauchen. Oder nee. Lass uns nochmal dahin. So. Weiter geht's. Sehr wahrscheinlich werden wir unsere Speichermodule noch mitnehmen. Und hier halt unsere Kompressoren. Ganz klar. Den da werden wir nicht mitnehmen. Der ist für uns total unnötig. Dann lassen wir den hier. Unseren Kohlegenerator können wir vielleicht auch nochmal mitnehmen zur Not. Und unsere Raffinerie ist im Moment auch total unnötig, weil es auf dem Mond kein Öl gibt. So. Da sieht man vielleicht schon im Chat, Stufe 1 Rakete, Storage 554. Durch den Cargo Loader ist irgendwie die Rakete weggemacht worden. Ich tue jetzt mal ein paar Sachen hier rein. Also der Tank wurde. Also die. Der Tank hat irgendwie die Rakete irgendwie zerstört und deswegen war sie nicht mehr da, aber natürlich habe ich sie mir dann zurückgeholt. Wieso sollte ich sie dann nicht mitnehmen? So, dann müssen wir hier nochmal Zeug mitnehmen. Silber, Gold müssen wir mitnehmen. Ein bisschen Redstone. Silizium auf jeden Fall. Aluminium. Das Gepresste vielleicht nochmal. Die Oliven hier. Und Quantum sind eigentlich im Moment eigentlich total egal. Lapis Lazuli brauchen wir sehr wahrscheinlich auch nicht. Hier ist immer ferröses Metall. Die Diamanten auf jeden Fall werden wir mitnehmen. Das pulverisierte Gold können auch erstmal drin versauern. Das brauchen wir auch nicht. Und dann sind wir eigentlich fast so gut wie fertig. Jetzt schauen wir hier noch einmal, ob hier noch ein paar Sachen drin sind, außer dieses Sägemehl hier. Und dann nutzen wir das direkt. 15 Goldbarren waren hier nochmal drin. Perfekt. So, hier brauchen wir auch nichts mehr von. Packen vielleicht nochmal das Eisen hier rein in unseren Ofen. Und dort vielleicht nochmal ein bisschen Holz. Oder ein bisschen Kohle. Jetzt müsste er eigentlich anfangen zu brennen. Diese Kohle ist für mich jetzt eigentlich im Moment zu teuer. Wasser hat er im Moment genug. Also die Pumpe haben wir im Moment abgeschaltet. Und dann macht er das in der Zeit. Jetzt schaue ich jetzt mal ganz kurz nach unserer Turtle. Die müsste jetzt eigentlich auch schon ganz schön viel gefarmt haben. Und dann können wir das Zeug auch nochmal abholen. Vielleicht nochmal ein paar Dias. Kann ja sein. Dann können wir mit den Diamanten auch nochmal was anstellen. Und ja. Gut. Dann schauen wir aber mal, was hier alles so ist. Hier ist Kupfer und Redstone, Zinnerz, Gold und Eisen. Das Eisen nehme ich natürlich mit. Kohle wäre natürlich am besten. Der Kohle haben wir im Moment. Das ist alles, was wir im Moment haben. 17 Kohle. Und hier ist im Moment noch Silizium. Hier ist nochmal ein bisschen Redstone, ein bisschen Rubin. Und hier hat sie aufgehört. Hier ist nochmal mit 60 Kohle drin. Das nehmen wir dann auch nochmal mit. Hier, das nehmen wir alles raus. So, die Mining Turtle werde ich jetzt auch auf dem Mond aufstellen. Also, alles kein Problem. So, da haben wir unsere Turtle. Und das kann ja alles gerne versauern. Die hat auch wirklich Fackeln aufgestellt, da bin ich froh drüber. Das ganze Zeug können wir erstmal hier lassen. Falls wir das noch brauchen, können wir das dann mitnehmen. Gut. Dann haben wir die Turtle auch noch und diese Turtle wird dann auch auf dem Mond aufgestellt werden, weil auf dem Mond werden wir auch Erze finden können. Nämlich zum Beispiel Kupfer und Zinn werden wir dort finden. Und noch eine ganz spezielle neue
eine neue Erzart, nämlich die Käse. Das Käseerz. Aus diesem Käseerz kann man dann, ich kann das gerade ganz kurz demonstrieren, gebe mal hier Käse ein und dann werden wir hier dieses hier bekommen, Käseerz. Mit diesem Käseerz können wir das dann brennen zu Quark und Quark wird dann somit ein Milcheimer auch nochmal zu Käse gemacht. Das heißt, wir brauchen auch Kühe, die wir halt im Safari-Netz haben. Dann gehen wir nochmal ganz schnell zu unserer Rakete und tun das dort rein. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir eigentlich sehr wahrscheinlich direkt losfliegen und dann halt auf dem Mond landen. Dann tue ich hier die ganzen Sachen mal hier rein. So. Und nochmal ein bisschen Holz. Das kann ich gerade irgendwie mit Shift nicht da rein tun. Egal. So. Ach so, weil ich das hier gemacht habe. Nee, okay. Gehen wir wieder das Schiff wieder raus. Und jetzt müssten wir eigentlich nochmal hier so ein paar Sachen reinlegen. Hier das hier, das hier, das hier. Und hier nochmal die Kies-Sachen, die eigentlich hier reingehören. Der Korbel kommt ja auch nochmal hier raus. Die Erde auch. Und das kommt dann alles hier rein. Was jetzt auch schon voll ist. Also kommt das hier auch wieder rein. So. Jetzt sind wir eigentlich fertig. Wir müssen halt dort unser Haus bauen. Unser Bett steht hier. Das können wir auch alles erstmal an unsere Rakete stecken. Und dann sind wir eigentlich schon vorbereitet. Ich werde jetzt mal ganz kurz gucken, ob wir nicht auch irgendwas etwas vergessen haben. Das heißt, ich mache jetzt gleich nochmal einen kleinen Schnitt. Und dann schauen wir halt nochmal. Hier wird jetzt gleich unser Inventar komplett voll sein. Das ist aber nicht so, also hier direkt vor der Rakete. Das ist aber nicht so schlimm, denn es soll auch voll sein. Nehmen wir unsere Truhe nochmal ein bisschen mit. Hier in die Wassereimer. Und unser Bett und unsere Setzlinge. So. Haben wir hier auch noch unser Safari-Netz drin. Perfekt. Gut. Gehen wir mit dem Schiff wieder raus. Und schauen wieder weiter. Hier müssten wir jetzt eigentlich, hier sehe ich auch das Glas nicht da drin, in Wirklichkeit ist da Glas drin. Hier sehe ich vielleicht nochmal ein paar Sachen. Nee, hier ist nichts mehr. Dann vielleicht hier. Nein, und nichts mehr. Nein, nein. Also hier vielleicht den Schraubenschlüssel nehmen wir mit, die Batterie nehmen wir mit und sonst nichts mehr. Gut, da wären wir eigentlich jetzt fertig, um loszufliegen. Aber das möchte ich natürlich in einer neuen Folge machen, um ein bisschen Spannung aufzubauen. Also wir tun jetzt mal unsere Batterie rein und laden die nochmal auf. Ich tue jetzt das nochmal ins Default, um halt nochmal ein bisschen Vergangenheit abzuspielen. Wirklich, wie das wirklich alles früher war. Hier sehen wir vielleicht, dass sie sich überhaupt nicht auflädt, sondern einfach nur doof ist. So. Jetzt haben wir gerade unsere ganze Energie da ausgegeben. Ach, egal. Tun wir unsere Sphags wieder rein und dann werden wir in der nächsten Folge direkt losfliegen. Ich werde jetzt erstmal noch ganz kurz nochmal anhalten und dann schaue ich nochmal, was wir vergessen haben. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Man hat es, glaube ich, gerade auch gesehen, dass ich gerade noch im Interface war, also in der Pause. Aber das ist eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir noch etwas weiteres benötigen, nämlich ganz viele Sachen hier, wie zum Beispiel 2 Stacks Dirt und erstmal ganz schön viel Cobblestone. Den Cobblestone brauchen wir ja halt auch vielleicht auch für Werkzeuge, falls wir erstmal Materialien nicht finden. Hier tue ich erstmal hier in diesem Zombie hier, der hat irgendwas, hat eine Schaufel in der Hand. So, haben wir die Schaufel bekommen. Nein, Geizhals. Und dann geben wir unsere Rakete hier und dazu ich nochmal die ganzen Coal hier auch nochmal hier rein. Falls das Inventar jetzt gleich voll ist, ist es nicht so schlimm. Denn wir haben ja auch noch unseren normalen Speicherplatz hier. So, das ist alles voll. Und jetzt gehen wir halt raus. Mit Shift nochmal können wir aussteigen. Wenn wir halt hier auch nochmal so machen, dann sieht das so in der Rakete aus. Hier haben wir ein kleines Fensterchen und können rausgucken. Hier sieht man vielleicht schon in den Waypoints, dass hier auf Overworld steht. Und auch in verschiedenen anderen Dimensionen wir uns, ja, wie soll man es heißen, wie heißt das? Ach, ihr wisst schon, Wegpunkte macht. So, das soll es jetzt erstmal gewesen sein für die Folge. Und dann können wir in der nächsten Folge losfliegen. Was haltet ihr davon?
Schaut auf jeden Fall die nächste Folge vorbei, denn da geht's dann auf zum Mond. Ciao!